بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم أما بعد. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute insha'Allah ta'ala über den zweiten Teil der Geschichte unseres Propheten Salih alayhi salam sprechen. Jener arabische Prophet, den Allah subhanahu wa ta'ala zu den Thamud gesandt hat. Und wir hatten das letzte Mal auch aufgezeigt gehabt, wer die Thamud waren. Wer waren denn die Thamud gewesen? Und wo lebten sie denn? Wer waren die Thamud? Und wo lebten sie? Ja. Die Thamud waren der Volk von Salih und Sklaven im Norden Saudi-Arabien. Sie waren das Volk von Salih und sie haben genau nördlich von Medina gelebt, also im nördlichen Teil Saudi-Arabiens. Barakallahu fikum. Ja, im nördlichen Teil Saudi-Arabiens. An welchem Ort, wie heißt der Ort heute? Weiß jemand? Mada'in Salih. Was war ihre Errungenschaft gewesen? Also was hat das Volk von Salih, die Thamud, ausgemacht? Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala hat so aufgezeigt, dass sie aus den Bergen, aus den Felsbrocken, dann auch Wohnungen herausgemeißelt haben. Also sie haben sozusagen Wohnungen gemeißelt in sozusagen in den Stein. Und ihre Wohnstätten sind bis heute noch vorhanden. Und deswegen ja, kann man auch Mada'in Salih besuchen, auch heute noch ein bekannter Ort, zu dem man auch in Saudi-Arabien gehen kann, wo man dann diese unglaublichen Wohnstätten sehen kann, wie sie in den Stein, wirklich in den Fels gemeißelt wurden. Unglaublich. Also so eine sehr, sehr entwickelte Zivilisation gewesen auf der arabischen Halbinsel. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er schickt jetzt zu den Salih, zu den Thamud, ihren Propheten Salih. Und wir hatten letztes Mal gesagt gehabt, dass Salih alayhi salam unter ihnen sehr angesehen war, bevor er Prophet wurde. Und deswegen haben sie auch zu ihm gesagt gehabt, قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا. Du warst jemand, den wir gemocht haben davor. Du warst jemand Besonderes gewesen unter uns. Und jetzt kommst du mit solch einer Forderung. Wir hatten dich respektiert gehabt aufgrund deines Wissens, aufgrund deiner Weisheit. Und jetzt forderst du von uns Dinge, die wir so nicht akzeptieren können. Und sie haben sich gegen Salih gewendet. Und sie haben sich über ihn lustig gemacht. Und sie haben seine Botschaft verleugnet. Und Salih alayhi salam hat jedoch nicht aufgegeben. Sondern wie wir das letzte Mal aufgezeigt hatten. Er hat sie erinnert an all die Gnaden, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala sie überhäuft hat. Gleichzeitig hatte er sie aufgefordert, vom Götzendienst abzulassen. Und das war die zentrale Botschaft von Salih alayhi salam gewesen. Und hier noch einmal ganz, ganz wichtig. Beim Volk von den Thamud werden wir sehen in der Geschichte, dass Allah subhanahu wa ta'ala, ui, hat sich gestoßen. Inshallah, halb so weit, inshallah. Dass Allah subhanahu wa ta'ala vordergründig bei den Thamud nur auf den Tauhid eingeht. Er spricht indirekt darüber, dass sie auch Unheil gestiftet haben. Aber vordergründig fordert Salih alayhi salam sein Volk auf, vom Götzendienst abzulassen. Und das zeigt uns doch mal etwas sehr, sehr Wichtiges. Und zwar, dass der Tauhid, der Monotheismus, der Ein-Gott-Glaube, die zentrale Botschaft aller Propheten gewesen ist. Und dass das, was heutzutage einige sogenannte säkulare und liberale Muslime behaupten, dass es gar nicht mehr auf den Glauben ankommen würde. Und dass es eigentlich egal ist, ob ich glaube oder ob ich nicht glaube, dass das ganz klar der Botschaft aller Propheten widerspricht. Ja, der Tauhid, er steht im Mittelpunkt. Ob ich es verstehe oder nicht, ob ich es wahrhaben möchte oder nicht. Allah Ta'ala, er verlangt von uns, dass wir ihn allein dienen und dass wir ihn allein anbeten.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, auf dass sie mir dienen. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Ich möchte von ihnen weder versorgen, noch möchte ich, dass sie mich speisen. Allah Ta'ala, er sagt an anderer Stelle, dass er jede Sünde vergibt, mit Ausnahme des Schirks, mit Ausnahme der Beigesellung. So sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Jedoch vergibt er, was darunter ist, wem er möchte. Gut. Allah Ta'ala, er vergibt also nicht, dass Menschen Allah anbeten und gleichzeitig andere Gottheiten anbeten. Wie ist es dann aber, wenn jemand gar nicht an Gott glaubt und nichts anbetet? Ist das besser oder schlimmer? Es ist noch schlimmer. Der eine, er betet wenigstens Allah an, aber neben Allah betet er noch andere Dinge an. Der andere, er sagt, das alles sei durch Zufall entstanden und macht sich über Allah lustig, macht sich über alles lustig, was in irgendeiner Weise mit Religion zu tun hat. Und dann kommen heutzutage einige Muslime und sagen, der Glaube ist völlig egal. Es ist völlig egal, ob du Atheist bist, ob du das oder jenes bist. Das kommt nicht darauf. Es kommt nur darauf an, ob du ein guter Mensch bist. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, was ist die Definition eines guten Menschen? Wer definiert, was gut und was schlecht ist? Wer hat das Recht dazu? Wer hat das Recht dazu? Wir Menschen oder der Schöpfer der Menschen? Das ist eine rhetorische Frage. Ich weiß, die Antwort ist klar. Ja? Natürlich Allah Ta'ala ist es. Und das ist das, was mich auszeichnet als Muslim. Dass ich sage, derjenige, der das Recht hat, etwas als gut oder etwas als schlecht zu bezeichnen, ist Allah. Während ein Nicht-Muslim, der nicht an Allah glaubt, sagt, nein, nicht Allah ist es, der bestimmt, was gut und was schlecht ist, sondern wir Menschen bestimmen das. Und deswegen sehen wir, dass viele Dinge heutzutage als gut bezeichnet werden, obwohl der Islam uns beibringt, dass sie schlecht sind. Zina wird heute als gut dargestellt. Das heißt, dass man außerhalb der Ehe eine Beziehung führt, wird als gut und normal dargestellt, oder? In Filmen, in allem, was wir haben, Liebe, sogar, dass eine verheiratete Frau oder ein verheirateter Mann sich in eine andere verliebt und dann eine Affäre führt. Und dafür muss man Verständnis zeigen heutzutage. Hollywood bringt uns das so bei. Das ist gut. Das ist gut. Das ist Liebe. Und wie kann Gott gegen die Liebe sein? Ja? So wird das dargestellt. Ist doch so, oder? Ja, es wird wirklich so dargestellt. Und da sehen wir, da wird etwas vermittelt als gut und als wünschenswert, obwohl Allah Ta'ala uns sagt, das ist nicht gut und das ist nicht wünschenswert. Was habe ich jetzt als Muslim zu tun? Als Muslim muss ich ganz klar sagen, ich befolge den Maßstab Allahs und nicht den Maßstab der Menschen. Das bedeutet Islam, Gottergebenheit. Ich bin bereit, das zu akzeptieren. Es kann sein, dass ich das vielleicht gar nicht verstehe, warum das so ist. Kann sein. Es gibt bestimmte Gebote, die ich vielleicht nicht auf Anhieb verstehen kann. Aber ich vertraue Allah so sehr, dass ich sage, wenn Allah das gesagt hat, dann muss es gut sein. Und deswegen als Ibrahim alayhi salam, seine Frau Hajar, in der Wüste zurückgelassen hat. Da fragte sie ihn, hat dich Allah damit beauftragt? Und er sagte ja. Wie antwortete sie? Idhan lan yudayyana. Also wird er uns nicht im Stich lassen, dann muss es gut sein. Als Ibrahim alayhi salam den Auftrag bekommen hat, seinen Sohn zu schlachten, mal ganz ehrlich, stellt euch mal vor, heute würde es einen Propheten geben. Stellt euch mal vor, Ibrahim alayhi salam hätte heute gelebt. Was würde es für einen Aufschrei geben, oder? Wenn dieser Prophet, der will seinen Sohn opfern, oh, die Medien, ne? Kann ich mir schon jetzt vorstellen, Bild und Co., ja? Die würden sagen, guckt euch mal diese Barbaren an, guckt euch mal, was sie machen. Ja? Allah Ta'ala hat ihm diesen Auftrag gegeben und er hat sich gefügt. Weil er weiß, wenn Allah etwas verlangt, dann muss es gut sein, auch wenn ich es nicht verstehe. Und im Nachhinein war es gut gewesen, subhanallah, aber er hat es am Anfang nicht verstanden. Und das ist wahre Gottergebenheit. Und deswegen ist es auch interessant, tut mir leid, dass ich hier mal kurz ansetze, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil ich sage euch ganz ehrlich, das, was ihr momentan auf Instagram, auf YouTube von einigen Influencern mitgeteilt bekommt, ist genau das, worüber wir gerade reden. Ihr müsst euch dagegen wappnen.
Ihr müsst euch dagegen schützen und davor schützen, weil das kann nämlich euren Iman beeinflussen. Unser Prophet sallallahu alaihi, die Sahaba, die Gelehrten haben gesagt, man inna hadha din, fanzur amman ta'khuduna dinakum. Es handelt sich hier um Religion. So schaut ganz genau darauf, von wem ihr eure Religion nehmt. Von wem ihr eure Religion nehmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, mit manchen Ansichten ist man heutzutage fremd. Mit manchen Ansichten ist man heutzutage fremd. Selbst unter Muslimen, subhanallah. Ja, du sagst etwas, du sagst, das ist doch ganz klar. Das kann doch nicht gut sein. Der Islam verbietet so etwas. Und dann kommen Leute und sagen, ach, wie kannst du dann so altmodisch sein, so extremistisch sein und was ist das denn bitte schön? Wir müssten doch ein bisschen liberaler denken. Und das sehen wir jeden Tag. Jeden Tag sehen wir das. Unter den Kommentaren von bestimmten Influencern. Jeden Tag. Und das beeinflusst den Menschen. Das lässt sich nicht einfach kalt. Und deswegen achtet darauf. Und deswegen sprechen wir das auch an. Das ist der Grund, warum wir das ansprechen. Und das ist der Islam. Hingabe zu Allah. Bereit zu sein, das zu akzeptieren von Allah, was er von uns verlangt hat. Und zu wissen, in den Geboten Allahs liegt immer das Gute, auch wenn ich es nicht auf Anhieb verstehen kann. Auch wenn vielleicht die Mehrheit der Menschen es heutzutage anders macht. Aber auch zur Zeit des Propheten war es nicht anders gewesen. Die Mehrheit hat es anders gemacht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat es trotzdem gepredigt. Kommen wir zurück, insha'Allah ta'ala. Das heißt, Salih alaihi salam, ja, er hat jetzt sein Volk aufgerufen zu etwas Gutem. Aber sie haben sich über ihn lustig gemacht, haben gesagt, was ist das, womit du kommst? Das passt uns nicht. Und am Ende haben sie von Salih alaihi salam ein Zeichen verlangt, ein Wunder. Und Allah ta'ala, er sagt folgendes. Qalu innama anta min al-musahharin. Sie sagten, du gehörst wahrlich zu den Musahharin, zu einem Zauber, zu denjenigen, die einem Zauber verfallen sind. Surat al-Shu'ara, Vers Nummer 153. Ma anta illa basharun mithluna. Du bist nur ein menschliches Wesen wie wir. Und jetzt kommt es, die Aufforderung. Fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin. So bringe doch ein Zeichen her, wenn du zu dem Wahrhaftigen gehörst. Sie wollten ein Zeichen von Allah. Und sie wollten ein ganz konkretes Zeichen. Das wird jetzt so in dieser Ayah nicht näher beschrieben. Aber das finden wir in verschiedenen Überlieferungen und das können wir auch aus dem Kontext entnehmen. Dieser Ayat. Und zwar haben sie von Salih alaihi salam ein Zeichen verlangt, nämlich, dass, wenn er doch wahrhaftig sei, er seinen Herrn bitten soll, dass aus dem Felsbrocken, weil sie haben ja in die Felsen gemeißelt, ihre Häuser, in dem Felsen, dass aus dem Felsbrocken eine Kamelstute, auf Arabisch eine Naqa, herauskommen soll. Aber nicht nur das, sondern sie wollten eine Kamelstute mit ganz konkreten Eigenschaften. Sie sollte ein bestimmtes Alter haben, eine bestimmte Farbe haben und sie sollte auch noch trächtig sein. Und zwar in einem ganz bestimmten Monat, ich glaube im 8. oder 9. Monat. Ganz konkrete Eigenschaften. Salih alaihi salam, er dachte sich, wenn nun dieses Zeichen kommt, dann werden sie sicherlich glauben. Weil wie wir wissen, die Propheten wollten am Ende nur das Beste für ihr Volk. Sie wollten, dass ihr Volk die Rechtleitung findet. Und er dachte sich, okay, es fehlt ihnen also anscheinend an einem klaren Zeichen. Und wenn dieses Zeichen kommt, dann werden sie sicherlich glauben. Aber Salih alaihi salam, er sollte sich täuschen. Zeichen gibt es genüge. Und derjenige, der die Zeichen erkennen möchte, der wird sie erkennen. Ohne Probleme, weil das ist die Fitra. Das ist die Fitra. Das ist die natürliche Veranlagung. Im Grunde genommen brauche ich überhaupt keine Zeichen, weil alles deutet darauf hin, dass es Allah geben muss. Qul afillahi shak. Sprich, gibt es über Allah Zweifel? Fatir des Samawati wal Ard, dem Schöpfer der Himmel und der Erde? Und es gibt manche Menschen, subhanallah, die haben diesen Imam Fitri, diesen Fitra-Imam. Einmal kam Imam Al-Fakhr Al-Razi,
ist einer der großen Gelehrten der islamischen Geschichte, gerade in der islamischen Theologie, in der Kalamwissenschaft und der Aqide, einer der herausragenden Gelehrten. Und er war mit seinen Schülern gewesen und sie kamen an einer alten Frau vorbei. Und sie sagten dann zu dieser Frau, irgendwie kam sie ins Gespräch und sie fragte wahrscheinlich, wer ist das? Und sie sagten, kennst du ihn nicht? Das ist unser großer Imam, Imam al-Fakhr al-Razi. Er kennt über 1000 Beweise für die Existenz Gottes. Woraufhin dann die Frau antwortete und sagte, anscheinend hat er 1000 Zweifel über die Existenz Gottes, dass er 1000 Beweise braucht. Und als dann al-Fakhr al-Razi das hörte, sagte er, Allahumma imanan ka imani al-ajaiz, Allahu Akbar. O Allah, gib mir einen Iman wie den Iman der älteren Frauen, die einfach diesen fitra Iman haben. Wirklich, subhanallah, manche Menschen, ja, die haben so, die brauchen keine Beweise, die müssen nicht Bücher lesen oder sich mit irgendwelchen philosophischen an, die haben einfach in ihrem Herz diese fitra, es muss Allah geben. Alles deutet darauf hin, ich brauche doch nicht irgendwelche Beweise dafür. Ich bin der Beweis dafür, dass es Allah geben muss. Mich hätte es doch gar nicht gegeben, wenn es nicht Allah gegeben hätte. Und dementsprechend, subhanallah, Salih, er dachte, sie brauchen doch dieses Zeichen, aber eigentlich haben sie doch Zeichen. Und es sollte sich herausstellen, dass sie dieses Zeichen von ihm nur gefordert haben, um sich über ihn lustig zu machen. Um ihn herauszufordern. Nicht, weil sie wirklich glauben wollten. Weil jemand, der glauben möchte, der macht sich Gedanken. Jemand, der glauben möchte, der findet die Zeichen, welche ihn zu Allah subhanahu wa ta'ala führen. Aber sie sind hochmütig gewesen. Sie wollten nicht wirklich ihre Lebensweise verändern. Sie waren nicht bereit dazu gewesen. Obwohl alles dafür sprach. Und trotzdem. Salih alayhi salam, er wandte sich Allah zu mit Dua. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala sein Dua erhörte. Und subhanallah, vor ihren Augen, stellt euch das jetzt mal vor, vor ihren Augen ist eine Kamelstute, ein Kamel, ein Riesenkamel, viel größer als ihre Kamele es gewesen sind, plötzlich aus dem Stein gekommen. Sie haben es mit eigenen Augen sehen können. Allah Ta'ala, er hat ihnen genau ein Zeichen gegeben, was zu ihnen passt. Ein Wunder. Alle Propheten kamen mit Wundern, welche zu ihren Völkern passten. Kennt ihr Beispiele? Der Koran zu den Quraysh. Der Koran zu den Quraysh. Warum passte der Koran zu den Quraysh? Weil sie die Meister der Dichtkunst waren. Genau, sie waren Meister der Dichtkunst gewesen. Also hat Allah Ta'ala ihnen ein Zeichen gegeben, was intellektuell ist. Und was auch noch nach ihnen beständig ist, weil er der letzte Prophet ist. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Weitere Zeichen, meine Schwestern. Kennt ihr Zeichen, die zu den Völkern der Propheten passten? Der Rasa Musa, also der Stab des Der Stab von Musa, warum? Weil es damals auch sehr viele Zauberer gab. Weil es sehr viele Zauberer gab. Und dementsprechend hat Allah Ta'ala ja, ein Zeichen geschickt, was dazu passt. Ja? Ja. Dass Isa alayhi salam, dass er die Tote wiederbeleben konnte. Ja. Weil auch in einer Zeit war bei einem Volk, das ist ja mit Medizin so beschäftigt. Ja, und Wunder heilen etc. Richtig, sehr gut. Also immer Zeichen, die auch wirklich passten. Und subhanallah, Allah Ta'ala, er hat für die Thamud ein Zeichen auserwählt, was zu ihnen passte. Weil sie waren Meister des sozusagen dieses Meisterns gewesen, wie man es auch immer nennt. Ja? Haben ganze Paläste ausgehoben, subhanallah. Gemeißelt aus hartem Felsen, muss man sich ja vorstellen. Mit damaligen, die hatten nicht wirklich Elektrizität gehabt, sondern mit den damaligen Verhältnissen. Unglaublich. Und subhanallah, jetzt geschieht dieses Zeichen vor ihren Augen. Und es kommt die Kamelstute hervor. Und wie nennt der Koran sie? Er nennt sie die Kamelstute Allahs. Naqat Allah. Wa ya qawm, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Und o mein Volk, dies ist die Kamelstute Allahs, euch zum Zeichen. Jetzt habt ihr euer Zeichen, was ihr wolltet. Nun, die Sache ist die, dass solche Zeichen, solche klaren und deutlichen Zeichen, immer auch verbunden sind mit einer Verantwortung. Umso klarer das Zeichen, desto höher die Verantwortung und desto größer ist sie.
Und dieses Zeichen war so eindeutig gewesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dementsprechend sie noch einmal geprüft hat. Und zwar, wie hat er sie geprüft? Indem sie nämlich erstens frei weiden durfte. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ لَا Lasst sie auf Allahs Erde weiden. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُّوهُ Und fügt ihr nichts Böses. Sie dürfte nicht einfach schlachten. Das ist die Kamelschute Allahs. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ Sonst überkommt euch eine baldige Strafe. Ebenfalls. Was war noch ihre Bürde gewesen? Und zwar, dass diese Kamelstute einen Tag Anrecht auf das Wasser hatte und die Wasserquelle und sie einen Tag, das heißt immer abwechselnd. An dem Tag, wo die Kamelstute Wasser trinken durfte, da durften sie kein Wasser schöpfen. Und an dem Tag, wo sie Wasser schöpfen durften, durfte die Kamelstute dies nicht. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Er sagte, dies ist eine Kamelstute. Sie hat eine Trinkzeit und ihr habt eine Trinkzeit an einem bestimmten Tag. Also umso klarer die Zeichen werden, desto höher ist die Verantwortung. Und wenn das Zeichen irgendwann einmal so klar ist, dass es keinen Zweifel mehr gibt, hast du auch keine Möglichkeit mehr zu bereuen. Und deswegen, was geschieht, wenn die Sonne im Westen aufgehen wird? Was passiert dann? Dieses absolut deutliche Zeichen, was jeder Mensch sofort erkennt. Khalas, ist jetzt soweit. Stellt euch mal vor, ich stehe morgens auf und alles umgekehrt. Was bedeutet das für mich als Mensch? Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Ja. Dann ist, nein, nicht, noch nicht Yawm al-Qiyamah. Es ist, ja, noch nicht ganz. Ja, es ist sozusagen ein großes Zeichen, aber was bedeutet das für mich? Man kann nicht mehr bereuen, wollte ich auch sagen, ich weiß, entschuldigt. Man kann nicht mehr bereuen. Bis die Sonne im Westen aufgeht, kannst du bereuen. Und danach nicht mehr. Warum? Weil die Sache ist klar geworden. Weil diese Dunya ist Darul Imtihan, Darul Ibtila. Es ist das, die Wohnstätte, wo ich geprüft werde. Und was ist das für eine Prüfung, wenn die Dinge klar sind? Und auf jeden Fall, Allah hat sie geprüft. Aber gleichzeitig, subhanallah, war Allah so barmherzig, dass sie an dem Tag, wo die Kamelstute das Anrecht auf Wasser hatte, sie melken durften. Und subhanallah, Allah Ta'ala, er hat sehr viel Segen in diese Kamelstute gelegt, sodass die Milch für das gesamte Volk ausgereicht hat. Stellt euch das mal vor. Das war ein Wunder von Allah. Also jemand, der das nicht erkannt hat, der muss blind gewesen sein. Wirklich, sein Herz muss blind gewesen sein. Nicht seine Augen, sein Herz. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ Es macht nicht die Augen blind, sondern es macht die Herzen blind, die in der Brust sind. Also jemand, der sowas nicht erkennt, mal ganz ehrlich, was braucht er noch für ein Zeichen? Wallahi, wenn sich die Engel zeigen würden, dann würden sie trotzdem nicht glauben. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِي الْأَمْرُ Warten sie einfach darauf, dass Allah Ta'ala ja, in Wolken kommt. Ja, und sich ihnen offenbart. Ja, und dass die Engel kommen und die Sache dann erledigt ist. Was wollen sie denn? Also es gibt Menschen, die kannst du nicht mal mit den klarsten Zeichen überzeugen. Und deswegen, diejenigen, die am jüngsten Tag das Höllenfeuer betreten werden, was werden sie sagen? Sie werden sagen, oh Allah, gib uns die Möglichkeit zurückzukehren. Woraufhin Allah antworten wird, walau adu. Wie geht nochmal die Ayah? Also wenn sie zurückkehren würden, ich komme jetzt ganz kurz. Was? Genau, aber ich will den Vers jetzt genau in der Wallahu ganz kurz. Lima Nuhu Anhu, Lima Nuhu Surat al-An'am. So. Genau. Wallahu Ruddu, Entschuldigung, genau. Wallahu Ruddu, La'adu Lima Nuhu Anhu wa innahum lakadhibun. Ja? Allah sagt, بَلْبَدَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ Nein, vielmehr hat sich ihnen offenkundig gezeigt, was sie zuvor verbergen pflegten. Und wenn sie zurückgebracht würden, also in die Dunya, würden sie doch wieder zu dem zurückkehren, was ihnen verboten wurde. Sie sind wahrlich Lügner. Subhanallah, sie würden genau dasselbe machen. Und Salih alayhi salam, er hat ihnen jetzt gezeigt, was Allah Ta'ala von ihnen verlangt hat. Und was die Regeln sind. Aber haben sie das akzeptiert? Nein, nicht lange. Sondern es gab dann Leute, die sich aufgeregt haben.
Und Leute, die das nicht akzeptieren wollten. Und die Hochmütigen haben angefangen, mit den Gläubigen zu sprechen. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَنْ تَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ. Die führende Schar, die sich hochmütig verhielt, aus seinem Volk, sagte zu denjenigen, die unterdrückt waren, und zwar zu denen von ihnen, die gläubig waren, wisst ihr sicher, dass Salih von seinem Herrn gesandt ist? Allahu Akbar, nach diesen Zeichen seid ihr euch noch nicht sicher? Sie sagten, wir glauben gewiss an das, womit er gesandt worden ist. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Diejenigen, die sich hochmütig verhielten, sagten, wir verleugnen dir das, woran ihr glaubt. Aber sie hatten Angst gehabt. Sie hatten Angst gehabt, sich dieser Naqa, dieser Kamelstute zu nähern. Weil sie hatten diesen Respekt, sie haben es mit eigenen Augen gesehen. Und haben gedacht, okay, er hat uns gewarnt, wir haben dieses Wunder gesehen, also passen wir lieber auf. Aber es gab jetzt einige innerhalb der Stadt, denen auch das egal gewesen ist. Insgesamt 9 Männer. 9 Männer. Allah Ta'ala erwähnt diese Zahl. Und zwar sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala folgendes in Surat Al-Shu'ara, Surat 27. Surat Naml, oder? Ja, Naml. In der Surah Al-Naml sagt Allah Ta'ala: "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." Nun befanden sich in der Stadt 9 Mitglieder einer Sippschaft, Clans, Subhanallah, die auf der Erde Unheil stifteten und keine Besserung brachten. Also richtig schlechte Menschen, die nur Unheil gestiftet haben, die nichts Gutes kannten. Und die Namen von ihnen werden sogar überliefert. Und ihr Anführer, er hieß Qidar ibn Salih, also sogar bekannt. Qidar ibn Salih. Und er wird sogar im Koran nicht namentlich, aber er wird im Koran erwähnt. Wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Und zwar anhand seiner Eigenschaft. Was haben sie jetzt gesagt? So geht das nicht weiter. Wir müssen dem ein Ende setzen. Und wir müssen sowohl diese Kamelstute töten, als auch Salih und seine Familie. Allahu Akbar. Ein Komplott. Mordversuch. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ. Sie sagten, schwört einander bei Allah. لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ. Wir werden ganz gewiss ihn und seine Angehörigen nachts überfallen. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّ لَصَالِقُونَ. Und hierauf werden wir zu seinem nächsten Verwandten sagen, wir waren bei der Vernichtung seiner Angehörigen nicht zugegen und wir sagen ganz gewiss die Wahrheit. Gut. Das haben sie wahrscheinlich gesagt gehabt, nachdem sie schon die Kamelstute getötet haben. Aber ich habe diese Ayat erwähnt, aufgrund dessen, weil Allah Ta'ala hier über diese 9 Männer spricht. Und diese 9 Männer haben dann auch was getan? Sie haben die Kamelstute getötet. Und Allah Ta'ala, er berichtet über sie. Und er berichtet jetzt über diesen Qidar ibn, wie hieß er nochmal, Qidar ibn Sa'if oder wie auch immer. Und zwar in Surat Ash-Shams, die wir alle auswendig können. Sagt Allah Ta'ala, كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. Die Thamud erklärten in ihrer Auflehnung die Botschaft für Lüge. إِذِمْ بَعَثَ أَشْقَاهَا. Als der Unseligste von ihnen sich erhob. Das ist dieser Qidar. Der schlimmste von ihnen. Der böseste unter ihnen. Er erhob sich. Und was machte er? فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقَيَاهَا. Als Allahs Gesandter zu ihnen sagte, achtet auf Allahs Kamelstute und ihre Trinkzeit. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. Sie aber bezichtigten ihn der Lüge. Und so schnitten sie ihr die Sehnen durch. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Da schmetterte ihr Herr sie für ihre Sünde nieder und so ebnete er über ihnen die Erde ein. Also, sie haben jetzt was gemacht? Sie haben erst einmal die Kamelstute geschlachtet und nicht nur das, sondern sie haben das Fleisch genommen und sie haben es unter den Menschen verteilt und sie haben sich alle daran beteiligt, das gesamte Volk. Man könnte ja sagen, es ist nur eine kleine Gruppe gewesen. Warum vernichtet Allah Ta'ala ein ganzes Volk wegen einer kleinen Gruppe von Menschen? Nein, sie waren damit zufrieden gewesen. Sie wollten es eigentlich auch, aber haben sich es nicht getraut. Und haben dann diese Männer vorgeschickt.
und haben sich dann auch daran beteiligt, indem sie nämlich von diesem Fleisch gegessen haben und sich gefreut haben und sich lustig gemacht haben. So soll doch die Strafe kommen. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. So bring doch diese Strafe, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Und jetzt versuchen sie, wie gesagt, was zu tun. Sie versuchen, ihn umzubringen. Aber vorher geschieht etwas, bevor sie das tun. Und zwar, Salih alayhi salam, er sagt zu ihnen, dass sie jetzt 3 Tage Zeit haben. فَعَقَرُوهَ. Aber sie schnitten ihre Sehnen durch. Und jetzt, فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. Da sagte er, Salih, zu ihnen, genießt euer Leben in eurer Wohnstätte noch 3 Tage lang. Ihr habt noch 3 Tage Zeit. Noch 3 Tage, stellt euch mal vor. ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. Dies ist ein Versprechen, das nicht erlogen ist. Als sie das gehört haben, wussten sie nicht, was sie tun sollen. Und daraufhin haben sie dann gesagt, wir müssen Salih umbringen. Weil nur so werden wir ihn los und nur so können wir uns vor der Strafe schützen. Und als sie dann das tun wollten, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese 9 Männer vernichtet, indem nämlich Felsbrocken vom Himmel gekommen sind und sie erschlagen haben. Und da war dem Volk der Thamud klar gewesen, es ist vorüber. Und Salih alayhi salam, er hat ihnen gesagt, ihr habt 3 Tage Zeit. Am ersten Tag dieser 3 Tage werdet ihr gelb werden. Und am zweiten Tag werdet ihr blutrot werden. Und am dritten Tag werden eure Gesichter schwarz sein. Und jetzt stellt euch vor, genau das geschah. Am ersten Tag wurden sie gelb. Und sie wussten, es ist vorüber. Was haben sie gemacht? Sie haben angefangen, in ihren Häusern ihre Gräber auszuheben, weil sie wussten, es ist vorbei. Am zweiten Tag wurden sie komplett rot, blutrot. Und am dritten Tag wurden sie schwarz. Und es war ihnen klar, es ist vorüber. Sie haben versucht, Schutz zu suchen in ihren Häusern. Aber all dies hat ihnen nichts gebracht. Die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala, sie kam über sie. Und wenn die Strafe erst einmal feststeht, dann kann man nichts tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt jetzt diese Strafe an verschiedenen Stellen im Koran. An verschiedenen Stellen im Koran. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala einmal, dass es sich um einen Sayha handelt, um einen Schrei. So heißt es, und es ergriff diejenigen, die Unrecht taten, der Schrei. Und so lagen sie morgens in ihren Wohnstätten auf den Brüsten da, als hätten sie überhaupt nicht darin gewohnt. Als wären sie nicht da gewesen. Da ergriff sie der Schrei bei Tagesanbruch, mitten am Tag. So nützte ihnen nicht, was sie erworben hatten. Wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Wir sandten ja gegen sie einen einzigen Schrei. Da waren sie sogleich wie das vertrocknete Zeug von Viehgehegen. Dann, an anderer Stelle spricht Allah Ta'ala darüber, dass es eine Rajfa war, eine Art Beben, Schütteln, Zittern, Erschütterung, Zuckung. Da ergriff sie das Zittern. Und am Morgen lagen sie in ihrer Wohnstätte auf den Brüsten da. Ebenfalls spricht Allah Ta'ala von einer Tariya. Die Thamud und die Ad erklärten das Verhängnis für Lüge. Was nun die Thamud angeht, so wurden sie durch den übermäßigen Ausbruch aus Donnerschlag vernichtet. Also die Tariya. Siehst du denn etwas von ihnen übrig geblieben? Und dann nennt Allah Ta'ala As-Sa'iqa, ein betäubender, ja, Bewusstlosigkeit hervorrufender oder zerstörender Schlag, eine Explosion, die an einen Donnerschlag oder einen Blitzschlag erinnert. Wie in folgenden Ayat, wenn sie sich also abwenden, dann sag, O Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ich warne euch vor einem Donnerschlag, gleich dem Donnerschlag der Ad und Thamud. Allahu Akbar. Ja, all diese Beschreibungen für eine Strafe. Und sind es jetzt verschiedene Strafen gewesen? Nein, es war eine Strafe. Aber Allah Ta'ala, er beschreibt, wie diese Strafe war. Sie ist eingeschlagen wie ein Blitz, eingeschlagen wie ein Donner, wie eine Explosion. Ein einziger Schrei, der sie beben lassen hat und der die gesamte Thamud zerstört hat. Wenn die Strafe Allahs erst einmal kommt, kann sie niemand mehr abwenden. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin.
Aber Allah Ta'ala, er sollte die Gläubigen retten. Und die Gläubigen wurden davon ausgenommen. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat sie gerettet an einen sicheren Ort, sodass er und die Gläubigen entkommen konnten. Aber die Wohnstätten der Thamud, sie sollten all dies überleben. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dies sind nun ihre Häuser, wüst dafür, dass sie Unrecht taten. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die Bescheid wissen. Und heute immer noch kann man an diesen Ort gehen und genau schauen, was Allah subhanahu wa ta'ala mit den Thamud gemacht hat. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was hat er uns beigebracht, wenn wir an diesen Ort gehen? Sollen wir uns dort verhalten wie ein normaler Tourist, der die Zivilisation der Thamud bestaunt? Oder wie sollen wir uns verhalten? Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er war einmal dort gewesen, Mada'in Salih. Und die Sahabe, sie haben dann angefangen, aus den Brunnen Wasser zu schöpfen und ihren Tieren davon zu geben. Was hat der Prophet gesagt? Er meinte, kippt alles weg. Schmeißt alles weg, was damit zu tun hat. Es ist ein verfluchter Ort. Und wenn ihr an diesem Ort seid, dann sollt ihr weinen. Und wenn ihr nicht weinen könnt, dann versucht zu weinen. Subhanallah. So sollte der Muslim an diese Dinge herangehen, dass er aus der Geschichte lernt und versucht, es besser zu machen als diese Menschen, die vor ihm gewesen waren. Das ist die Geschichte von Salih alayhi salam gewesen mit seinem Volk, der Thamud. Und es wird dann berichtet, dass Salih alayhi salam sich Richtung Palästina auf den Weg gemacht hat. Möge Allah Ta'ala Palästina befreien, insha'Allah Ta'ala. Und Al-Quds befreien, ja Rabbil Alamin. Und Al-Masjid Al-Aqsa befreien, insha'Allah Ta'ala. Der Ort der Propheten. Und er hat sich dann dort wahrscheinlich niedergelassen. In Philistin ist er nicht so weit entfernt von dieser, sozusagen von dem Mada'in Salih aus. Einige wenige hundert Kilometer, ja, Richtung Norden. Und ja, das ist die Geschichte des Propheten Salih alayhi salam gewesen. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك.